Die Leute so, hey Kies, du kannst uns doch hier nicht im Regen stehen lassen. Bitte mach noch eine weitere Folge. Ich so, na gut, ihr habt sehr viele Bewertungen und Kommentare geschrieben. Alles klar, machen wir noch eine Folge. Ich lasse euch hier nicht im Regen stehen. Und damit willkommen zurück zu Brothers in Arms, Hell's Highway. Gott, ist das schon wieder hier eine wilde Schießerei. Okay, Jungs, ihr bleibt hinten, ich geh vor. Ich versuch's. Ich versuch uns hier durchzuschlagen. Bazooka-Team? Feuern! So will ich es sehen, genau so. Die verdammten Jerrys, hä? Huh? Die gehen uns brutal auf die Nüsse. Haben wir den? Ah, hier drüben geht's weiter. Können die hier nicht angreifen, meine Jungs? Okay, warte mal, ich nutze sie mal hier hin. Ich gebe Deckung. Okay, weiter schießen. Da hinten ist Elsterglanz. Sie sind hochmotiviert. Die Motivation, die sitzt. Yes, sie hat gesessen. Wow, 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 wow. Das ist eine fiese Ecke hier, ne? Das ist eine echt fiese Ecke. Können die hier hinschießen? Ja, die können nur vorrücken. Nee, nee, bleibt hier, bleibt hier, bleibt hier. Schieß dahin. Komm schon, Dudes, schieß! Alter Chef. Oh mein Gott, ich glaub's nicht. Ich sag, es ist super die fiese Ecke hier. Kommst einfach nicht vorwärts, ne? Weil wir wissen ja, vorstürmen können wir nicht. Weil die richtig weggeshootet werden. Alles muss man selbst machen. Oh nein. Herrgott. Endlich. Wow. Der gute alte Markt. Den zu sichern. Übel. Absolut übel. Okay, wir müssen hier rein, Männer. Rein, 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 rein. Wo lang? Unten durch, oben durch, hinten durch, vorne durch. Durch die Muddy, durch den Fuddy. Das hab ich. Hierhin. Oh Gott, es geht los. Oh no, die haben da hinten irgendwie... Alright. Schweres Gerät haben die da hinten. Alright, ihr geht nach vorne. Haut es weg. What's the problem? Okay, die haben schon mal einen Treffer gelandet. Das ist ein Krieg mit Kraft. Ich stehe hier. Aber ich glaube, wir kriegen das so nicht weg. Ich hoffe, die Parkbank ist kanonensicher. Deutsche Qualitätsparkbank. Obwohl, wir sind hier in den Niederlanden. Oh, Scheit. Oh, die Parkbank ist weg. Oh Gott. Oh, du bist so träge. Ey, wie willst du nicht davor arbeiten? Haut der mir die Parkbank weg. Wenn es eine deutsche Parkbank gewesen wäre, die hätte standgehalten. Feind gesichtet! Aber ich muss vor.
gibt gar keine andere Wahl. Bringt das was? Nee, die erschießen mich sofort. Wie soll ich denn da vorkommen? Okay, die müssen zuerst weg. Ich dachte, ich könnte sie vielleicht ein bisschen austricksen. Trick-a-doodlen, aber... Nope. So, erstmal den hier wegholen. Das Problem ist... wahrscheinlich nichts bringen, oder? Alter. Alter, die fetzen rein. So, die machen hier schon mal ein nettes kleines Unterdrückungsfeuer. Ich muss Geld irgendwie wegholen da hinten. Aber da die Bank sofort kaputt ist und ich so hart bombardiert werde, kann ich auch nicht sagen, okay, wir versuchen mal hier einfach ein Stück nach vorne zu joggen. Nee, die zerreißen uns. Hier unterdrücken. Yes! Ich habe den Schützen weggeholt. Zumindest einen davon. Es sind zwei. Einer belädt, einer feuert. Alter, das Ding ist unbemannt. Yo, daneben. Könnte tot sein. Ist es nicht. Jetzt könnte tot sein. Keine Munition. Komm schon. Ich würde so gerne nach vorne rushen. Jetzt, Alter, der hat so viele Treffer kassiert, der Dude. Drauf gepupst, ich versuch's. Okay, okay. Alright. Alright, soweit so gut. Okay, wir müssen noch den da oben wegholen. Hochkonzentriert. Komm schon, Alter. Kommt ab! Zieh durch, Jungs. Die haben quasi nichts mehr. Haut mal das Ding hier weg. Okay, haben sie keinen Bock drauf. Komm schon, haut den weg. Was ist denn los? Rip. Oh nein, es sind zwei. Oh nein! Uff, 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 uff. Sollen wir hier rein? Nein, nee, wir müssen das Ding ja noch zerstören. Jetzt komm! Haut es weg! Dankeschön. Was fehlt denn noch? Ist das Ding kaputt? Ja. Oh no, es geht hier weiter. Es geht hier weiter, verdammt. Wird geladen. Was wird geladen? Gott. Moment, jetzt geht's hier weiter. Kontrollpunkt. Ich bin so verwirrt. Zerstöre die 88. 88 ist zerstört, Chef. Bewegung. Ich habe erst Vergewaltigungsgebäude gelesen. Sichern Sie das Vergewaltigungsgebäude. Was soll denn das für ein Laden sein?
Jo, die sind down. Und runter mit uns. Sehr gute Arbeit. Nicht schlecht. Jungs, nicht schlecht. Ihr wart nicht komplett nutzlos. Hail to the King, baby. Wir kommen voran. Wie jetzt Jerry fliegt. Noch jemand da hinten am Leben? Okay, Alter, das hört ja gar nicht auf. Yes. Leider keine Animation. Ich fühle mich ein bisschen betrogen. Aber hier liegen Brocken rum. Nice. Nice. Wer war denn dieser talentierte Schütze? Na dann. Das nenne ich mal Qualität, ha? Huh? Die Kommode hält der Bazooka stand. Unglaublich. Einfach nur unfucking glaublich. So, das Vergewaltigungsgebäude wurde gesichert. Jungs. Sammeln. Ich muss hier rüber. Ist noch nicht vorbei. Es ist noch nicht vorbei. Oh nein, es ist noch ganz und gar nicht vorbei. Fucking Panzer. Ah, guck mal, du kannst hier nicht durch die Lücke schießen. Geht nicht. Geht einfach nicht. Wo ist der letzte? Wir haben ein Problem. Irgendwo da hinten ist ein deutsches Kettenfahrzeug, was uns das Leben zur Hölle machen kann. Jetzt sagt nicht, wir sollen das Ding jagen. Oh oh. No, 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 no. Oh no! Panzert den Panzer! Hey, Jungs! Ich meine, das ist doch ein anderer, oder? Es sind zwei! Bazooka-Team? Feuert! Noch einer für mich. Bazooka-Team, verdammt! Ihr geht mir heute so auf den Sack, Jungs. Ihr sollt nicht auf mich feuern, sondern auf den Feind. Ach, dieses Bazooka-Team, ne? Diese verdammten Vorstadtrebellen. Hier hin. Der Panzer-Bazooka-Team, der Panzer! Okay, sind alle weg. Hier lang. Hier drauf, Bazooka-Team. Hier drauf. Bazooka-Team, ich krieg gleich einen Anfall. Ey, Jungs. Auf den Panzer. Scheiße, noch eins.
Auf den Panzer, auf den Panzer! Panzer, hier! Brauch eine bessere Position! Setz mich in Bewegung! Okay, Bazooka-Team. Panzer! Tot machen, jetzt! Wo ist er hin? Guck mal, du stehst hier und du hast freie Schussbahn. Do it! Alter, das Bazooka-Team treibt mich in den Wahnsinn. Es treibt mich wirklich in den Wahnsinn. Oh, das war so nicht geplant. Jetzt komm, der ist doch direkt hier. Bazooka-Team! Wer hat dem dummen Bob die Bazooka gegeben? Welcher Idiot war das? Ach, verdammt. Ausgerechnet Bobby. Ugly Bob hat das Maschinengewehr. Schon. Die schießen einfach nicht drauf. Ey, wenn es hier so kracht, ne, man denkt wirklich, überfahren meine Leute. Okay, die mit dem MG schießen drauf. Aber die anderen Jungs, die schießen nicht drauf. Bazooka-Team, hier! Oh Gott, nein! Wie soll ich das jetzt noch zerstören? Oh, mit Granaten. Ey, das ist richtig kacke. Das ist richtig, richtig kacke. Wieso schießt das verdammte Bazooka-Team aber auch nicht drauf? Ich habe gerade hier einen Nervenzusammenbruch. Habe ich irgendwas? Eine Tellermine? Oh, das bringt nichts. Die Panzer sind zu schnell. Warte, hier steht was. Sprengladung. In 2 Sekunden. Was? Wann habe ich die platziert? Okay. Aber trotzdem, voll ärgerlich, dass das Bazooka-Team da nicht drauf schießt. Ich habe mich damals erinnert... Ach, ich weiß nicht, so lange her. Aber ich glaube schon, dass damals mein Bazooka-Team drauf geschossen hat. Ich bin mir schon sehr sicher. Na gut, Bazooka-Team, du kriegst mir eh auf den Sack. So, das war ein langer, mühseliger Weg. Voller Schmerzen und Leid. Wegtreten! Bewegung! Unterdrückungsfeuer! Brauchst du Hilfe? Wir sind vor circa einer Stunde vom 30. Korps getrennt worden. Die verdammten Crowds sind zu gut versteckt. Könnt ihr uns vielleicht helfen, die Straße hochzukommen? Das verdammte Bazooka-Team, das bekommt nichts hin. Ui.
Weggefetzt. Weggefetzt. Das war knapp. Irgendwo da hinten kann jemand auf dich schießen. Und zwar mit einer Rakete, alles andere ist egal. Der Typ kann sich regenerieren. Aber Panzertreffer, ihr wisst ja, sind für die Ewigkeit. Und ich sehe ihn nicht. Da vorne? Oh, 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 ein Tank. Steht noch. Okay, drei Schuss braucht ein Tank. Irgendwo da oben ist jemand mit einer Basi. Ist down. Ihr Ratten. An der Seite lungert noch jemand rum. Boah, der war schön. Ey, Elsterglanz. Ich bin so weit gekommen. Kommt ein Typ um die Ecke und macht einen auf John Rambo. Und ruiniert mir hier meinen Mittag. Jetzt komm schon. Du packst das, Alter. Ui. Das war eben gerade ein guter Treffer, ne? Nein. Es gibt keinen Kontrollpunkt. Mit dem? Ist er am Leben? Ist er tot? Boah, ich bin so hoch konzentriert, du. Weil das musst du in einem Rutsch hinbekommen. Man sieht ja, wie schnell man kaputt geht. Sei es der Mann, sei es der Panzer. Es geht super schnell. Du hast nicht viel Zeit. Endlich. Kontrollpunkt. Und viele haben noch nicht verstanden, das ist kein moderner Shooter, was wir hier spielen. Du irgendwie schnell dich bewegen kannst oder so. Das ist super träge. No. Irgendwas shootet auf meinen Panzer. Alter, wo? Oh Gott. Oh Gott. Das, glaube ich, ist mein Tod. Oder auch nicht. Irgendwas ist da drüben in der Ecke. Er hat sich voll verbunkert. Da kommt bestimmt noch ein Panzer. Okay, der Bazooka-Schütze ist erledigt. Basi Boys down. Und ja, jeden Soldaten, den ich übersehe, der so von der Seite vielleicht angerannt kommt, kann mich halt easy killen. Das ist echt brutal. Wir sitzen da oben drauf, quasi völlig ungeschützt. Da kann jeder kommen und sagen, hier, heute nicht.
Mr. America. Komm, komm, komm. Okay, der ist erledigt. Nice. Nicht mal zucken tut er, ne? Wenn man hier mit der Bazooka... Ich meine, mit dem Panzer da reinschießen. Er zuckt nicht mal. Alright. Alright, wer macht hier den Mörder-Damage? Okay. Okay. So. Danke für die Hilfe, Kumpel. Ich lege ein gutes Wort für euch Yankees ein. Das meiste ist ranzig. Ranzig kann man immer noch essen. Oh, Matt. Ich muss dir was sagen. Wegen... Das machen wir unter vier Augen. Die Männer müssen wissen, was los ist. Was ist denn los? Matt, gib endlich zu, dass du im Lazarett mit entladener Waffe auf die Mauer geschossen hast. Ich hab doch nicht. Hast du wohl. Bist du irgendwie verrückt oder bekloppt oder so? Nein, mir geht's gut. Das war nur das eine Mal, Red. Matt, ich habe dich durch ein Lazarett torkeln sehen. Ich habe nach Frankie gesucht. Wenn du deine Männer besser im Griff hättest und nicht immer einen auf besten Freund machen würdest, müsstest du sie nicht suchen. Baker! Oh, Scheiße. Baker, dein Gesicht! Wir holen dich hier raus! Red. Wo ist Red? Nicht sprechen! Leg ihn hin! Leg ihn da hin! Geht's ihm gut? Leg ihn einfach hin! Zieh mich an, Fryer! Los, Mann! Du schaffst das schon! Zieh mich an! Wie schlimm? Er atmet nicht, er braucht Platz! Red, ich weiß, du hörst mich. Red, du musst atmen. Red, du kannst atmen, versuch es. Corian. Er ist nicht tot, sag nicht so einen Scheiß. Atme verdammt nochmal, Red, du musst atmen. Sam, wir können nichts mehr tun, wir müssen weiter. Nein! Los doch. Los doch. Los, Joe. Ich sagte, los doch, Red. Wir müssen zu einem Verbandsplatz gefahren werden. Wir sind zu fertig. Wenn wir weiterkämpfen, machen wir es nur noch schlimmer. Leg Fryer hinten in den... Ich hab ihn. Sorry. Wie sieht's mit deiner Einsatzfähigkeit aus? Ganz gut. Ich hab immer wieder gebettelt. Nehmt mich und nicht die. Aber mir hört ja keiner zu. Frankie war doch noch ein Kind. Ich sagte doch, nenn mich nicht mehr so. Und Red? Keine Ahnung, ob er es schaffen wird. Gott verdammt. Du kannst ihn nicht haben. Noch eine Forderung, die du nicht untermauern kannst. Du kannst ihn nicht haben? Sind Sie Baker? Jawohl, Sir. Ich muss Sie kurz sprechen, Junge. Der Verbandsplatz hat gemeldet, dass Sergeant Hartsock nicht wiederkommt. Die letzten Tage waren hart. Deswegen wollte ich persönlich mit Ihnen reden. Ich verstehe. Mein Junge, ich bin im Namen von Captain Wilder hier hingekommen. Normalerweise würden wir euch nicht darum bitten. Aber es muss weiter aufgeklärt werden. Die Zeit ist knapp. Ich mache sowas sonst nicht, aber Sie kennen diese Männer am besten. Ja, Sir, das stimmt.
Wer wäre der beste Anführer der zweiten Gruppe? Corporal Paddock, Sir. Sicher, mein Junge? Ganz sicher, Sir. Dann setze ich ihn von der Beförderung in Kenntnis. Ihr macht eure Sache gut, Jungs. Das war's also. Sam. Was? Ich hab doch immer alles für dich getan, Matt. Ich hab jeden deiner Befehle bis ins Detail ausgeführt. Darum geht's nicht. Worum denn dann? Wegtreten, Sam. Wegtreten. Wegtreten. Wir waren beide Corporal, Matt. Und ich glaube, dass dich das einen Scheißdreck interessiert. Was? Ich sorge dafür, dass du am Leben bleibst. Du befolgst meine Befehle oder du stirbst. Das waren deine Worte. Das hast du Frankie direkt ins Gesicht gesagt. Und dann ist er in meinen Armen verreckt, weil du ihm das nicht klar machen konntest. Hat jemand was Neues von Red gehört? Schafft er es oder nicht? Ich habe Doc Gideon ganz kurz gesprochen. Er sagte nur, dass Red lebt. Mehr habe ich nicht aus ihm rausgekriegt. Wenn wir wieder in Eden sind, gehen wir ihn besuchen. Das wird... Mörser! Unter Beschuss! Guck auf die Straße! Wenden! Wenden! Scheiße! Alle Mann in Ordnung? Uns geht's gut, seht nach den anderen Jeeps. Corian ist am Boden! In Deckung! Alter, wie hier jeder verreckt, ne? Ich find's irgendwie krass, dass es nicht so in Szene gesetzt wird wie in einem COD oder so, sondern es ist einfach piu! Und einer der größeren Figuren ist einfach tot. Oder die unterhalten sich in der Bäckerei und piu! Plötzlich alle entweder tot oder verkrüppelt. Das ist schon... Ja, aber so wär's, ne? Es ist halt kein fucking Hollywood. Man steht da, hört sich vielleicht gerade die neuesten Befehle an und auf einmal kommt ein Schuss und weg. Man denkt, alles ist vorbei und dann kommt ein Schuss und... Scheißdreck ist vorbei. Freunde, aber die Folge ist vorbei. Die Folge ist vorbei. Vielleicht sehen wir uns wieder bei einer weiteren. Wer weiß das schon. Auf Wiedersehen und... Tschüss!